Hallo, hast du schon die Vorstellung des neuen Lintrac 130 von landwind-media.com gesehen? Den Link dazu findest du in der Infocard. Gestern war ich auf der Agritechnica und der Lintrac 130 wurde zur Machine of the Year gewählt. Manche Landwirte denken, der Trecker läuft nach dem Kauf umsonst oder kostet nur etwas Diesel. Wie hoch deine tatsächlichen Kosten je Schlepperstunde sind und wie viel du mit dem guten Gebrauchten sparst, siehst du in wenigen Sekunden. Und am Ende des Videos kannst du dir den Trecker-Check kostenlos herunterladen oder klicke jetzt auf die Infocard, die ich einblende. Mein Name ist Rainer Möller. Ich unterstütze über 10.000 Landwirte und namhafte Agrarunternehmen mit einfachen Wirtschaftlichkeitsrechnern. Jeden Mittwoch veröffentliche ich mit landwirt.com und landwirt-media.com einen neuen Landtechnik-Check für dich. Legen wir los. Der unverbindliche Listenpreis für die Basisausstattung liegt bei ca. 90.000 Euro. Plus Hinterachslenkung, 50 km/h Geschwindigkeit, Frontzapfwelle und Fronthydraulik und Druckluftbremse liege ich dann bei ungefähr 110.500 Euro. Mit 15% Händlerrabatt macht das dann ca. 93.940 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Deinen Preis kannst du genauso wie die anderen Werte anpassen. Für die Nutzung planen wir 10 Jahre mit einer jährlichen Auslastung von 750 Stunden. Der voraussichtliche Restwert bei 29.357 Euro. Auch diesen Wert kannst du wie die Zinskosten und die Versicherung korrigieren. Beim Gebrauchten trage ich das Alter, ein Jahr und die Betriebsstunden 750 ein und erhalte einen Vorschlag für den Anschaffungspreis, den du ändern kannst. Auch den Gebrauchten wollen wir 10 Jahre nutzen und er ist dann 11 Jahre alt und insgesamt 8.250 Stunden gelaufen. Das ergibt einen voraussichtlichen Restwert von 25.340 Euro. Bei den variablen Kosten erkennst du die voraussichtlichen Reparaturkosten pro Jahr laut KTBL. Das ist das Kuratorium für Landtechnik aus Deutschland. Beim Gebrauchten sind diese natürlich höher, aber du kannst diese einfach ändern und das ist ja von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Jetzt trägst du deinen Lohnansatz ein und korrigierst den Dieselverbrauch und den Dieselpreis. Der Verbrauch hängt natürlich von der Arbeitsbelastung ab. Ich habe hier 12 Liter pro Stunde unterstellt. Jetzt erkennst du die Kosten pro Stunde mit 26,4 und 43,6 Euro und die Kosten pro Jahr mit über 30.000 Euro. Der Gebrauch ist fast 3 Euro pro Stunde und über 2.000 Euro pro Jahr günstiger als der neue. Und hier erkennst du auch warum. Du siehst die Entwicklung des Restwertes und den hohen Wertverlust beim Neukauf, vor allem im ersten Jahr, mit über 28.000 Euro. Dafür sind die Reparaturkosten beim Gebrauchten höher, aber die Differenz ist nicht so hoch wie der Wertverlust. Aus diesem Grund sind die durchschnittlichen Kosten beim Gebrauchten auch insgesamt niedriger. Wenn du jetzt nachrechnen willst, klicke oben rechts und lade den Trecker-Check kostenlos herunter. Unten rechts siehst du noch mehr Maschinenkalkulationen und unten links alle Trecker-Checks von 50 bis 620 PS und von Lowohl bis Fendt. Bis dann, dein Rainer Möller.